Gute und hallo, herzlich willkommen bei CoinCharge. Heute mit einer neuen Folge zu unserer Serie BTC Pay Server. In dieser Folge sprechen wir über die Anwendung, mit dessen Hilfe man Bitcoin Spenden auf seiner eigenen Internetseite empfangen kann. Wir werden später noch zwei weitere Anwendungen vorstellen, die nichts mit dem BTC Pay Server zu tun haben, mit denen man aber ebenfalls Spenden auf seiner Seite empfangen kann. Das wird einmal Elembits sein und zum anderen dann eine BTC Paywall-Lösung. Doch zurück zu BTC Pay Server. Wenn du einen eigenen BTC Pay Server betreibst oder einen BTC Pay Server mitbenutzen kannst, dann hast du die Möglichkeit, dort eine Spendenseite oder einen Spendenbutton zu erstellen. Dieser Spendenbutton orientiert sich so ein bisschen an diesem Value-for-Value-Ansatz. Das heißt also, wenn du auf deiner Webseite Content zur Verfügung stellst, dann kannst du diesen Button dort einbinden und wer auf deine Seite geht, die Inhalte gut findet, hat die Möglichkeit, dich mit einer kleinen Spende in Form von Bitcoin und Lightning zu unterstützen. Wir hatten schon mal ein Video erstellt, da ging es um das Thema Pay-Button. Das habe ich hier nochmal oben verlinkt. Denn diese Spendenfunktion ist eine Erweiterung oder eine weitere Möglichkeit, diesen Pay-Button zu nutzen. Doch, genug gebabbelt, jetzt geht's los. Um dir zu zeigen, wie wir einen Spendenbutton erstellen, gehen wir in einen BTC Pay Store, den wir auf unserem BTC Pay Server eingerichtet haben. Wie das funktioniert, haben wir ja bereits in anderen Videos ausführlich erklärt. Und wir hatten auch gesagt, dass wir schon uns beschäftigt haben mit dem sogenannten Pay Button. Auch dazu gibt es ein separates Video. Und wenn wir hier links uns den Store aussuchen, in dem Fall ZZZ, und hier haben wir einen Pay Button. Und wenn wir da draufklicken, dann kriegen wir die Einrichtungskonfigurationsmöglichkeiten dieses Pay Buttons. Und hier vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Bei einem Pay-Button geht es um einen fest definierten, vorgegebenen Betrag. Das heißt, ich als Seitenbetreiber kann festsetzen, welchen fixen Betrag soll jemand zahlen, wenn er auf diesen Pay-Button klickt. Jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir dem Zahler die Option lassen, dass er selber entscheiden kann, welcher Betrag denn gezahlt werden soll. Was sich ja eignen würde für freiwillige Zahlungen für Spenden. Und dafür gehen wir innerhalb dieses Bereiches Pay-Buttons etwas weiter nach unten und finden hier den Bereich Display Options. Auch das hatten wir schon kennengelernt. Und was wir da auch kennengelernt haben, war diese Einstellung des Button Types. Und zwar mit einem Fixed Amount. Also genau das, was ich ja gerade schon erklärt habe. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir wollen nicht einen fixen Amount, wir wollen ein Custom Amount haben. Und hier bekommen wir jetzt eigene weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier rechts sehen wir immer eingeblendet, wie sieht es nachher auf der Webseite aus, die der Endkunde dann sehen wird. Wir haben hier die Möglichkeit, über Custom Amount einzustellen, in welcher Range quasi die Möglichkeit besteht, dass der Spender eine Spende leisten könnte. Es fängt an mit Minimum 1 Euro. Euro deswegen, weil wir damals bei den Grundeinstellungen des BTC Pay Stores festgelegt haben, dass wir Euro als Basiswährung haben wollen. Und hier ist es dann zum Beispiel vorgegeben, Schritte 1 bis 20 und in einzelnen Schritten. Und das würde dann so aussehen, dass man mit einem Plus kann der Endkunde oder der Spender dann hochtragen bis maximal 20. Wir können aber auch den Betrag zum Beispiel auf 100 hochsetzen und können sagen, der Minimumspendenbetrag ist 5. Und die Einzelschritte sind auch 5. Dann würde das wie folgt aussehen. Dann kann der Spender aus diesen Zahlungen einen entsprechenden Wunschbetrag auswählen. Und wenn er das dann auf der Webseite bei euch sieht, dann klickt er auf diesen Button und dann öffnet sich die Payment-Fenster. Das sieht dann so aus und kann dann entsprechend die Spende ausführen. Natürlich auch hier wieder zwischen Bitcoin und Lightning gewechselt. Wir haben auch die Möglichkeit, statt dieses Hochzählens einfach einen sogenannten einfache Eingabefeld machen. Dann aktivieren wir das und dann sieht das so aus und dann kann der Spender selber festlegen, welcher Betrag der ist. Das tippt er dann selber ein und muss das nicht hochzählen. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit. Wir sehen ja jetzt, hier ist der Betrag oben und der Spendenbutton quasi da unten drunter. Wir haben auch die Möglichkeit, indem wir hier draufklicken, dann steht das nebeneinander.
Eine weitere Optionsmöglichkeit besteht, dass wir den Text ändern. Das würden wir dann hierüber aktivieren und dann können wir sagen, statt Pay with, spende mir. Und dann steht hier die Voransicht. Jetzt wird sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, diesen BTC Pay Logo, sehr schön, aber unsere Kunden oder unsere Spender, die kennen das gar nicht. Also wäre es ja interessant, wenn wir vielleicht ein anderes Bild hinterlegen. Und das ist hiermit möglich in dieses Feld. Da können wir einen Link verweisen auf ein Logo, das stattdessen eingeblendet werden soll. Und das wollen wir kurz zeigen. Anstelle des BTC Pay Logos haben wir hier die Möglichkeit, einen anderen Verweis auf ein anderes Bild zu machen. Ich habe auf einem anderen Webserver habe ich einen Bitcoin-Logo liegen. Das kann ich hier zum Beispiel einfügen. So, und dann wollen wir mal gucken. Dann verändert sich das so. Dann sieht das dann so aus. Spende mit und dann das Logo. Was leider nicht geändert werden kann, ist die Hintergrundfarbe. Die ist weiterhin in Grün. Eine weitere Möglichkeit besteht, indem wir einen sogenannten Slider verwenden. Der Slider, klicken wir da drauf und dann sieht das zum Beispiel so aus und dann kann der Spender durch das Schieben dieses Sliders den entsprechenden Wunschbetrag dann modifizieren. Wir haben hier im Preview die ganze Zeit gesehen, wie der Spenden-Button aussehen wird, den der Endkunde oder der Zahler nachher zur Ansicht bekommt. Jetzt wollen wir das allerdings gerne auf unserer Webseite haben. Und das geht dann wie folgt, wenn wir hier nach unten scrollen, dann finden wir unter Generated Code den ganzen HTML-Code, der auf Basis dieses Buttons erstellt worden ist. Und das machen wir wie folgt. Wir kopieren uns diesen Code und gehen dann auf eine Webseite auf unserem Server und binden diesen HTML-Code in unsere Internetseite ein. Wir haben den Code für diesen Spenden-Button uns in die Zwischenablage kopiert und ich bin jetzt hier auf eine Webseite gegangen und dort füge ich jetzt diesen HTML-Code ein. Ich verwende hier zum Beispiel WordPress und habe hier normalerweise einen Editor, mit dem ich die Webseiten gestalten kann. Und da gibt es die Möglichkeit, aber auch reinen HTML-Code zu integrieren. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Dann muss ich den hier rein kopieren. Ich speichere das. Jetzt werde ich kurz hier mal oben sagen, die Seite soll Spenden heißen. Und das speichere ich jetzt einfach mal. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie diese Seite aussieht. Lasst euch nicht verwirren um die Sachen drumherum. Das ist das Element meiner Webseite. So sieht dann die Spendenseite aus. Und wenn ich drauf klicke, öffnet sich entsprechend die Payment Page und ich kann die Spende ausführen. Wenn ich jetzt also einen anderen Spenden-Button vielleicht in einem anderen Design, in einer anderen Farbe oder zum Beispiel in einer anderen Funktion, dann muss ich wiederum entsprechend die Einstellung vornehmen. Es ändert sich unten dann auch der HTML-Code und ich muss dann den geänderten HTML-Code wiederum auf eine andere Seite einfügen. So einfach funktioniert ein einfacher Spenden-Button zu erstellen mit der Hilfe des BTC Pay Servers. Erstellt ihn, integriert ihn auf eure Webseite, macht darauf aufmerksam, dass ihr euch über jede Spende oder Zuwendung freut. Das ist die Idee von dem Value-for-Value-Ansatz. Das heißt, man honoriert die Arbeit von anderen dafür, für die guten Seiten, die erstellt worden sind, für den guten Content, der generiert worden ist. Also macht ihr das auch. Wenn ihr irgendwo eine Spendenseite seht, dann zögert nicht, vielleicht einfach mal ein paar Satoshis rüberzuschicken. Diese Anleitung und diese Erklärung, die haben wir natürlich nochmal auf CoinCharge zum Nachlesen. Dort könnt ihr dann auch nochmal die ganzen Einstellungen ausprobieren. Geht einfach zum Beispiel, wenn ihr keinen eigenen BTC Pay Store betreibt, geht auf CoinCharge. Dort haben wir eine Möglichkeit, wie ihr euch einen eigenen Store einsetzen könnt. Spielt einfach rum, probiert es einfach aus, wie ihr selber Bitcoin-Spenden auf eurer Seite akzeptieren könnt. Und in einem der zukünftigen Videos werden wir noch alternative Formen erklären, wie man Spenden-Button mit Hilfe des LNBits-Servers umsetzen kann oder mit der sogenannten BTC Paywall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann empfehlt es bitte gerne weiter. Lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare. Dann helfen wir gerne weiter.
Bis dann, danke euch für das Interesse und bis bald.